Moin Leute, willkommen zum neuen Video bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Mango und heute geht es mal um was richtig Cooles. Ihr seht vielleicht hier schon eine Spur von einem parkenden Auto und zwar hat Fiona sich vorgestern ein neues Auto gekauft und sie hat leider nur so richtig hässliche Stahlfelgen. Deswegen habe ich mir gedacht, Leute, das kann nicht sein, ich kaufe ihr ein paar geile Alufelgen. Und ja, jetzt machen wir uns auf den Weg. Alles natürlich als Überraschung. Ich fahre jetzt mit dem Skoda nach Hannover, also 3 Stunden tatsächlich. Dann werde ich ihr ein paar geile Alufelgen besorgen, die schick sind für Sommer. Ich hoffe, sie freut sich. Das Ganze ist eine Überraschung. Ich habe auch ein paar Freunde gefragt, die mich so ein bisschen supporten, was Geld angeht, weil das ist natürlich nicht so günstig. An der Stelle nochmal dickes Dankeschön. Und ich würde sagen, ich bin ein verdammter Ninja, denn sie hat auch bis jetzt keine Ahnung. Die denkt, ich sitze zu Hause und arbeite den ganzen Tag. Nein, ich werde jetzt ihr geile Felgen besorgen. Let's go! Running, running, you are all I needed, bad and now I'm buzzing. Yeah, she said I didn't change. So Leute, ich bin unterwegs im Auto. Ich hab Loki, der gerade hinten saß, einfach mal beim Maverick abgesetzt. Da nochmal dickes Dankeschön, Mavboy! Witziger Zufall ist auch noch, dass übermorgen, glaube ich, Valentinstag ist. Aber ich tue es eigentlich nicht, weil Valentinstag ist, sondern ich würde die Felgen hier auch einfach generell schenken. Deswegen, ich finde Valentinstag auch gar nicht so geil, weil man quasi extra daran erinnert werden muss, um eine Kleinigkeit oder irgendwie eine Nettigkeit zu machen für seine Freundin. Deswegen finde ich es eigentlich cooler, wenn man zum Beispiel einfach so als Überraschung random etwas verschenkt. Wenn man einfach gerade Bock hat oder dran denkt oder so. Wie zum Beispiel bei mir jetzt halt, wo ich sage, okay, sie hat jetzt ein neues Auto gekauft und die Felgen sind unverhässlich. Ich weiß auf jeden Fall, dass die anderen Felgen ihr besser gefallen werden und das Auto halt insgesamt einfach viel besser aussehen wird. Daher gönne ich ihr jetzt die Felgen im Prinzip und freue mich dann drauf, wenn sie dann happy ist mit den neuen Felgen. So Leute, wisst ihr, was das aller geilste daran ist? Ist einfach, Fiona hat keine Ahnung, dass ich ihr die Felgen besorge. Also das wird richtig geil, die Reaktion, weil ich kann euch ja erzählen, normalerweise, immer wenn ich eine Überraschung plane für Fiona, sei es Überraschungsgeburtstag oder was auch immer, ich verrate mich übelst schnell, weil ich einfach dumme Fragen stelle und dann die auf die Schliche kommt und so weiter. Also eigentlich richtig obvious. Ich bin eigentlich so ein Loser, was Überraschungen angeht, aber ich glaube, diesmal hat sie keine Ahnung. Ich bin so gespannt auf ihre Reaktion, weil normalerweise bei Überraschungen, die wirklich überraschend sind, also nicht mal knapp, da reagiert sie eigentlich immer ziemlich lame, weil sie erstarrt einfach. Da bin ich so. So Leute, mein dritter Stopp jetzt schon, weil ich mit dem scheiß Wischwasser kämpfe. Ihr seht es vielleicht nicht so ganz gerade, aber die Scheibe ist komplett vereist und ich sehe eigentlich fast gar nichts. Ich habe vorhin mal hier das Eis weggekratzt und trotzdem funktioniert es nicht. Richtiger Abfuck, Leute. Okay, Freunde, ich bin wieder im Auto. Ey, ich habe versucht, die Scheibe sauber zu kriegen. Ich habe einfach mein Wasser drauf gekippt. Es ist einfach mal fucking minus 9 Grad, Leute. Them excuses got me jaded. I see that you never grew from cracks off in the pavement. So Leute, ich bin gerade angekommen, beziehungsweise habe die Reifen jetzt abgeholt. War mega lieb von dem Mädel, wo ich die Reifen wieder habe. Und ich zeige euch die einmal. Mega cool. Da sind sie. Ihr seht jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel. Ich hole mal einen raus, dann könnt ihr es mal euch angucken. Come on. Yes. So, ist doch ganz schick, oder? Ist, denke ich mal, ein geiles Update für Stahlfelge. mega cool auf jeden Fall. Lief alles super gut, außer jetzt das mit der Scheibenwischanlage. Irgendwie, das nervt mich gerade ein bisschen. Fuck my life! Rückfahrt nicht so ganz entspannt wie die Hinfahrt. Hinfahrt war ich easy, aber Rückfahrt stresst. Wenn ich angekommen bin, dann werde ich einfach hier die Felgen direkt schenken. Bin zu Hause angekommen. Fionas Auto steht schon da. Bedeutet, sie ist zu Hause. Es ist noch gerade so hell genug, glaube ich, dass ich ihr die Sachen schenken kann. Von daher wollen wir das jetzt auch mal tun. Also das war echt die schlimmste Fahrt, die ich hatte, weil ich keinen Scheibenwischer hatte. Aber egal, ich freue mich jetzt, Fiona die Felgen zu präsentieren. Let's go, ich hole die raus. Auf geht's. Hey, komm mal raus. Hier, nimm diesen Schlüssel. Okay. Und dann geh zum Auto. Und drück dann ganz lange den mittleren Knopf. Okay. Oh, geht der Kofferraum automatisch auf? Ja, der geht automatisch auf. Geil, habe ich es gerade eingebaut, oder? Ich habe dir wunderschöne neue Felgen gekauft. Ich wusste gar nicht, dass er es kann. Ich dachte, das wäre neu. Guck mal. Jetzt. Check ich. Ja. This is yours. Warum? Ja, weil du Stahlfelgen hast, die sind hässlich. Hol raus, guck sie dir an. Ja, dafür muss ich jetzt so ein fettes Gewicht hier tragen. Ja. Ja, die sind schön. Die sind wirklich sehr schön. Cool, oder? Was für Reifen? Das sind sogar originale Audi-Reifen, guck mal. Nein. Nice. Ja, ich weiß, das habe ich gesehen. 17 Zoll Alufelgen. Sommerreifen, ja. Okay. Also nicht für Winter.
Ich kaufe dir keine schönen für Winter. Danke. Aber weißt du, was? Der ist bei Meth. Nuki habe ich heute Morgen abgesetzt. Weißt du, wo ich die abgeholt habe? Hey, du hast ja komplett verarscht. Ja, ich hab dich komplett verarscht. Du hast nichts geahnt, oder? Nein. Ich wusste, dass du mir vermutlich irgendwann welche kaufst, weil du die zu hässlich findest. Ja, die sind ja, also die mit Kappe sind hässlich, aber es sind ja die Winterreifen. Ja, aber... Ich zeig, die Sommerreifen sind ja auch Streifen. Ja, ich wusste, dass das irgendwann kommt, weil du diese hässlich findest. Diese wirklich hässlich. Ja, ne? Also pack sie aus. Schiebst du den Scheiß hier in meinen Wagen rein. Danke, Baby. Sieht doch richtig scheiße aus. Du kannst doch nicht im Sommer mit diesem Müll durch die Gegend fahren. Mhm. Ja, genau. Das geht nicht klar. Guck dir das an. Guck dir das an. Das sieht doch richtig schön aus. Ich war halt echt, glaube ich, 8 Stunden im Auto heute. Und? Ja, Leute, lasst ein Like da, ein Abo wäre natürlich auch mega cool. Und das würde den Kanal natürlich supporten. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Ciao. Aktienzeug kaufen, aber leider habe ich keine gefunden. Größer, noch größer.